So, also ich habe den Auftrag mal abgebrochen. Dann geht's auch wieder. Das ist echt nicht mein Auftrag heute. Karago, geh weg. Geh weg, Karagor. Ich will einfach nur hier hin. So, noch ein Versuch. Und da hinten rum ging es anscheinend doch besser. Wenn man sich nicht gerade in sowas reinklippt. Ich wollte auch auf die Mauer springen und nicht daneben. Zack, 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 zack. Das wird eine erfolgreiche Jagd. Haben wir schon einen Preis ausgesucht? Hoffentlich schlägst du dich besser als beim letzten Mal, wenn du dieses Fass Grog wirklich haben willst. Ich bin noch der Typi. Da drüben hat sich etwas bewegt. Habe ich mir wohl nur eingebildet. Dabei wollte ich doch meine Klinge ausprobieren. Ihr solltet euch von mir fernhalten. Warum? Was ist mit dir? Er hat nur zu lange nichts getötet, das ist alles. Das geht uns allen so, also beruhig dich und spaß dir für deine Feinde auf. So, noch ein Versuch. Sehr gut, jetzt nicht mehr klappt. Das Einzige, was noch übrig ist, ist eine Kiste voll verrotteter Fische. Ich muss die Schützen brandmarken. Kortuk sagt, er hätte den schwarzen Hauptmann vor einem Ansturm von Graugs gerettet. Ich hab's gehört. Er sagt, man hätte ihm einen Elben als Sklaven versprochen. Kortuk hat doch noch nie einen schwarzen Hauptmann gesehen. Diese Made könnte sich niemals in ihre Nähe vorwagen. Bald werden wir alle wiederholt und an Elbensklaven besitzen. Ich hab gehört, so. Ihr Fleisch soll das zarteste von allen sein. Habt ihr das gehört? Die Sklavenmeister so. Müssen ihre Bleich heute härter arbeiten. Hält's nicht so auf? Ja, der Rüstmeister will nicht länger auf seine Furcht. Das hört sich nicht gut an. Den lock ich mal ich an. Ich weiß nicht, was das war. Sicher falscher Alarm. Dann müssen wir uns woanders nach einem Kampf umsehen. Komm schon. Was war das für ein Geräusch? So, und mal eins gebrandmarkt. Die Häuptlinge hatten vorhin ein geheimes Treffen. Kann ja nicht so geheim sein, wenn du davon weißt. Waren sicher nur Ratten. Wenn es wiederkommt, töten wir es. So, zack. Oh, shit, 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 shit. Gegenüber, gegenüber, gegenüber. Wirklich hier echt im Schutz der Mauern bewegen. Dann sehen sie es. Wenn ich den jetzt nämlich nehme, sehen da, gucken da zwei drauf. Warte, ich rieche etwas. Das war knapp. Aber dass es hier lang geht, ist natürlich auch gut zu wissen. Hab's mir bloß eingebildet. Du bist immer so
Das war echt haarscharf. Nee, ich will da hoch. Der Gefangene stand vor unserer Infanterie und sie trampelten über ihn hinweg. Haben eine ganz schöne Schweinerei angerichtet. Zack, 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 zack. Haltet eure Augen offen! Die entkommenen Sklaven werden bei ihren Angriffen immer übermütiger. Sie können uns jeden Moment überfallen. Habt ihr das gehört? Dich will ich haben. Warum er vorhin gegangen ist, würde ich ja gerne mal wissen. Warum du mich schon vorher gesehen hast. Ich sehe schon Gespenster! Alles, was von Horza übrig war, nachdem der Grabwandler ihn in den Abgrund gezogen hat. Horza, ehrlich? So, jetzt habe ich fast alle. Endlich mal. Zack, 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 zack. Der Sklavenmeister erlöst die Gefangenen zu schnell von ihrem Leiden. Wupp. Er sollte ihnen zumindest die Weichteile langsam herausziehen, damit sie sie sich noch ansehen können. Du dumme Made. Red nur so weiter. Perfekt. Töte die Uruk-Patrouille. Hey, erzähl uns doch nochmal, wie du diesen Waldläufer getötet hast. Halt endlich die Klappe. Den Spaß gönne ich dir nicht, wenn du ihn getötet hast. Und zack. Perfekt. Aber irgendeinen Bonus habe ich nicht bekommen. Hat doch gar nichts gemacht. Ein heimlicher Dolch in schwärzester Nacht. Du hast die Legende des Dolches zur Hälfte vollendet. Archan wurde vom Geist erneut geschmiedet und seine Geschichte wurde in die Klinge eingraviert. Umwandeln, wenn ich es schon hab. Stufe 16, Stufe 15. Chance 19% bei einem kritischen Treffer 5 Munition zu erhalten. Oh! Hätte ich dann doch gerne. Höhen Nacken bei mittleren Trefferserien um 15-29%. Das habe ich bis jetzt so hier. Stellt bei einer Bodenhinrichtung Fokus wieder her. Die Bodenhinrichtung benutze ich eh nicht. Um Munition zu erhalten. So, um Platz zu lassen, wenn eine Geistbrand erfasst wird. Grimmige Entschlossenheit gegen Fernkampfangriffe. So. Dann will ich das da machen, aber ich schreie sich hin schnell. Ich habe keine Lust, alles hier zurückzulatschen. So.
Tap, 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 tap. So, es gibt einen Schnetzelauftrag. Da muss ich nicht mehr aufpassen, dass ich entdeckt werde oder sowas. Keine Feste war sicher vor seinem Ansturm. Gerade heraus stimmte er in die Wache des Henkers, um den Kriegsmaschinen des dunklen Herrschers einen vernichtenden Schlag zu versetzen. Töte nur für 25 Uruks. Töte 3 Elite Wächter. Wisst ihr was? Ich glaube, ich hasse jeden einzelnen von euch Maden. Da bist du nicht der Einzige. Ach ja? Ich wette, ich hasse dich mehr. Wir können uns streiten, wenn der Krieg gewonnen ist. Bis dahin solltet ihr die Toten das Maul halten und euch nach Feinden umsehen. Brandmarken. Sicher falscher Alarm. Bleibt wachsam. Ich könnte zurückkommen. Ich möchte den Vorposten von Udo. Ja! 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 Hey, er sauft ruhig. Flak der Brandmarker. Weg, weg. Und zack, und die auch weg. Und dich weg. Lol. Was denn das für ein Bug? Was denn das für ein Bug? What? Ja, die Animationen verbuggen sich dort durch die Gegend, Alter. Da verbuggen sich aber ordentlich die Animationen, ey, meine Fresse. Fällt immer runter, obwohl ich mich gerade noch festgehalten habe. Logisch. Ein Blinker, wenn er brennt. Brandpfeile habe ich jetzt. Königin. Kann ich denn da hochreisen? Ja, kann ich hochreisen. Stärke so deine Streitkräfte.
Schnellreise. Besessen. Der Zauberer benutzte sie, um dich zu umgarnen. Durch sie wollte er eine Armee in Mordor errichten. Sauron und Saruman streben beide nach der Macht des Ringmachers. Es kann nur einen Herrn der Ringe geben. Ein Herrn der Ringe. Servus, Leute. Seht, der Waldläufer! Hinterher! Alle gemeinsam! Ignoriere ich dann mal, ne? Hopp. Hopp. So, die Jagd muss erfolgreich sein. Wen jagen sie? Karagor. Bestien sehen böse aus. Meine Uruks sind böse. Jagd gelöst, auch wenn der gerade wegrennt. Macht angestiegen. Weil er schön am Wegrennen ist, ist es so geil. Kann er gegen meine eigenen Todesdrohungen ausstoßen, um die Macht zu steigern? Das wäre natürlich lustig. So, den da muss ich mal als Ziel definieren. Ist so langweilig. Uk-Buk. Wie, oh, der Verseuchte. Und du bist die Heilung. Wer bist du denn? Bist du verletzt? Komm ich ungelegen? Aua! Jetzt will ich dir wahre Schmerzen! Zieh dir da einer die Haut ab! Tötet sie mal! Das ist natürlich ungünstig. Informationen sammeln. Ratanak-Graugfänger. Monsterschlechte, immun gegen Fernkampf, vergiftete Waffe, Kampfgestell, Sprungblockade, Gruppenanführer, Regeneration und schneller Läufer. Na geil. Das die Verräter! Sei mein Schwert! Hork. Ja, er reißt ihn in Stücke! Wow! Jetzt lass doch los! Dankeschön. War hier falsche? Oh oh. Brauche ich mal Lebensenergie? Fuck. Jetzt ist natürlich keine Blüte in der Nähe.
Shit, 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 tschüssi. Zack. Das war nicht so erfolgreich, jetzt habe ich einen Leibwächter gegen ein Dingens getauscht. Ich wette mit dir, mein Fass Grog und einen halben Sklaven, dass du nicht den Mut hast. So, perfekt. Irgendwann werde ich einen Sklaven finden, der nicht schon nach der ersten Foltertod umfällt. Würde ich jetzt nicht unbedingt behaupten. Perfekt. Und dafür sogar der Helm ab. Fürst wahrscheinlich ein kritischer. Oh, Moment mal. Das könnte. Quatsch, das könnte. Verbesserungen. Nein, auch nicht. Waffen und Runen, da will ich hin. Hier ist so eine Stufe 19. Ne, Stufe 14. Ne, dann weg damit. Stufe 16, Stufe 14. Portierung ist verfügbar. Aufgesammelt. Anodramas. Die Jäger wissen, wie man es macht. Sie brauchen kein Schild, um sich dahinter zu verstecken. Die brauchen nur einen spitzen Speer. Der Waldläufer weiß, dass wir zu stark für ihn sind. Ja, mal das noch, wenn wir hier schon mal sind. Diese Sklaven wurden auf Flucht gefasst und werden nun gefoltert. Führe sie in die Freiheit. Fischerei. So. Wer bist du denn? Tort. Trotz der Höhlen genommen. Oh Gott. Nachdem du so viele Andockungen zu dir geführt hast. Aha. Das Einzige, was noch übrig ist, ist eine Kiste voll verrotteter Fische. Ist ein anderer Eingang? Die Sklavenmeister in den Minen müssen ihren Bleich heute härter arbeiten lassen. Ja, der Rüstmeister will nicht länger auf seine Vorräte warten. Sein Wetzstein steht schon den halben Tag lang still. Er sagte mir, wann immer sein Schmiedefeuer auszukühlen drohe, würde er einen Sklavenmeister als Brennstoff hineinwerfen. Habt ihr das gehört? Ich habe hier draußen schon länger überlebt als die anderen und wurde immer noch nicht befördert. Die Häuptlinge sind viel zu beschäftigt mit diesem Tag, als jemanden wie dich zu bemerken. Wenn sie euch so reden hören, werden sie sich stattdessen... Gemeuchelt? Was war das für ein Wovon? Geräusch? Den erwische ich noch früh genug.
Au. Also den Schildträger wegmachen. Mein Sieg! Schlag die nieder! Flogen gerade Köpfe rum. Egal. Egal, was es war, es ist weg. Dann müssen wir uns woanders nach einem Kampf umsehen. Danke. Was war das? Lauf doch weiter. Schleicht da jemand umher? Komm schon. Put, 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 put. Mehr braucht man nicht. Kannst du mich hören? Wir brauchen Hilfe! Zack. Wir sind frei! Jetzt haben wir hier noch ein Artefakt direkt. Perfekt. Verwitterte Azurit-Statue, die zwei Istari. Es gab da mal zwei Typen, die Straße entlang kamen. Ihre Augen waren starr und kalt, als wären sie zu weit gereist und hätten zu viel gesehen. Sie waren Zauberer, klar. Und beide waren total dreckverkrustet. Und wenn einer anfing zu sprechen, hörte er auf zu denken. Und der andere beendete das Gesagte nahtlos, fast so, als hätten sie nur ein Hirn, aber zwei Münder. Das war wahrhaftig schaurig. Aber keiner von beiden bemerkte es. Ich hörte sie sagen, sie hätten die Dunkelheit gejagt. Ich würde gern wissen, ob sie gefunden haben, wonach sie suchten. Aber die beiden schienen mir so, als würden sie ohne Probleme Ärger finden. Tja. Ich habe DHL ausgelacht, als er von Zauberern, Nekromanten und Magie sprach. Ich sagte ihm, er solle aufhören, sich wie ein Kind zu benehmen. Als Kinder seid ihr den Eldar am innigsten. Wenn ihr erwachsen seid, versteht ihr nichts von Unsterblichkeit. Weg, Bonus habe ich damit erfüllt. Moment! Ich rieche. Oh shit. Oh shit. Jetzt lauf doch mal in die Richtung, die man drückt. Hilf mir, bevor sie wiederkehren. Endlich sind wir frei. Ich wusste, dass wir es eines Tages schaffen würden. Komm ich denn hier hin?